Servus, meine lieben Shisha-Freunde. Willkommen zu einem weiteren Tabak-Video von uns. Wir stellen euch heute den Jack Queen von X-Wager vor. Oder X-Kracher. Ja, so sieht der Schnitt aus. Das ist meines Erachtens, von dem, wo ich den Grit hatte, der hat ja nicht so gut angefeuchtet, sag ich mal, weil da ist noch sehr viel Molasse übrig. Ich hätte ein bisschen mehr Grundtabak nehmen müssen. Ja. Und nicht so viel überschüssige Molasse da ist. So ist es ein bisschen matschig, sag ich mal. Ja, kommen wir mal gerade zum Geruch. Also er riecht stark nach einer Teenote und irgendwas Fruchtiges, würde ich jetzt mal sagen. Aber was genau, riecht man jetzt nicht raus. Also ich finde ihn geruchlich, ich finde ihn nicht wirklich intensiv vom Geruch her. Man riecht was Süßes. Und man riecht diese grüne Teenote. Aber es riecht absolut nicht intensiv. Ja, also es ist also diese Jackfruit, Jackfrucht zu Deutsch. Genau. Gemischt mit grünem Tee soll es sein. Wie die Jackfrucht, Jackfruit, whatever, wie die schmeckt, keine Ahnung. Wer war noch nie geraucht? Auch heute zum ersten Mal gehört. Genau. Also es ist so wie man kann sich das so vorstellen wie so eine Ananas, sag ich mal, wo man die Frucht dann essen kann. Gibt's auch im Supermarkt, gibt's die auch ingepackt. Und die kann man dann zum Beispiel wie eine Wassermelone essen. Auf der Seite steht, es schmeckt süß, fruchtig, exotisch, mit einer Teenote. Das findet man auf der Seite als Information. Und da kosten die 100 Milliliter, ich guck kurz nach, 8,25 €. Gibt es bei X-Rafa EU oder bei anderen Shisha-Shops, die führen. Ja, also Rauch brauchen wir jetzt nichts dazu sagen. Ist halt selbst angefeuchtender Tabak. Der raucht immer gut. Geschmacklich. Geschmacklich hat man diesen grünen Tee im Vordergrund. Und dieses Süße. Die Frucht, die schmeckt einfach nur süß. Und das Süße, das bleibt auch irgendwie so ein bisschen auf den Lippen haften. Ja, also man hat im Gaumen und an den Lippen hat man halt die Teenote so extrem wappen und im Hintergrund halt so was Süßes, ne? Aber ich würde jetzt nicht erahnen, was das jetzt für eine Frucht sein könnte. Ich sag nur, man kann rauchen, aber jetzt nicht für jeden Tag geeignet. Es ist auch nicht ein Tabak, wo ich sagen muss, den muss man geraucht haben. Er schmeckt auf jeden Fall, er schmeckt süß mit einer Teenote. Mehr kann ich persönlich nicht dazu sagen. Ja. Besser kann ich nicht definieren. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Review. Eure Shisha Freaks, haut da rein. Ciao.